Yo, meine Freunde, und ein herzliches Aloha zur Pokémon Mond Alola Lock Challenge. Oh yeah! Ja, willkommen zurück. So, im letzten Part haben wir die Trainerschule gemacht, haben ein paar Trainer besiegt und diese komischen Typen da. Und dann wurden wir ins Sekretariat gerufen, sozusagen, oder zum Rektor, oder eigentlich in den ersten Stock einfach. Ja, gut. Gehen wir mal in den ersten Stock. Schauen wir mal, was uns da so erwarten wird. Hallo, du da. Du wolltest irgendwas. Resi, du hast all meine Schüler besiegt. Sehr beeindruckend. Jetzt möchte ich auch gerne gegen dich antreten. Was sagst du? Bist du bereit? Wow. Bin ich bereit? Bin ich bereit dazu? Ja, ich bin bereit. Wir sind bereit. Als Lehrerin habe ich die Pflicht zu überprüfen, wie du meine 4 Schüler besiegen konntest. Ich habe definitiv nicht gecheatet. So viel steht fest, glaube ich zumindest. Lehrerin Elke, fordert dich heraus. Hallo Elke. Und ein Magnetilo. Ja, genau. Magnetilo, warum nur? Mann. Warum ein Magnetilo? Kannst du mir das sagen? Hm? Bitte sehr. Los, Blattwerk. Oder warte, ich hätte Erstaunen einsetzen müssen. Verdammt. Donnerschock. Gut, ich kann ja immer noch Erstaunen einsetzen. Los und zack, yeah. Warte, es kann Magnetilo zurückchecken oder hat es Konzentrator? Weiß ich jetzt gar nicht. Setz einfach weiter in Erstauner ein. Bam! Ich glaube, Magnetilo hat Konzentrator. Kann das sein? Ich glaube es echt irgendwie. Und erschreck dich! Und erschreck dich jetzt! Setzen die auch mal Tränke ein? Ich hoffe nicht. Okay, Magnetilo wurde besiegt. Das ist schon mal sehr gut. Und Tor, los! Jawohl! Alola Mazu wurde besiegt. Dann haben wir also auch Trainerin Elke besiegt. Also die Lehrerin. Wow! Spezialangriff plus 3. Haben wir da einen guten Fang gemacht mit Magnetilo? Du bist einfach sensationell! 432 Pokédollar bekommen. Und genau, wir haben ja in letzter Part den Epitale auch ausgemacht. Vielleicht wäre es besser, wenn du für mich als Lehrer einspringen würdest. Spaß beiseite, das hier ist für dich, weil du gegen mich gewonnen hast. 5 Exemplare des Items Superball. Okay, Superball darf ich verwenden. Ich darf ja nur in meiner Challenge Poke, Super und Hyperball verwenden. Alle anderen, Primärball etc. Darf ich nicht verwenden. Auch wenn Primärball nur ein Pokéball ist. Mit einem Superball lässt sich ein Pokémon leichter fangen als ein Pokéball. Seine Pokémon und ihre Attacken zu kennen gehört zu den Grundlagen des Trainerdaseins. Nicht wahr? Hallöchen, ich bin Captain Elima. Ich habe mir deine Kämpfe angesehen. Du hast dabei so energiegeladen ausgesehen, dass ich dich unbedingt kennenlernen wollte. Das ist Resi, er ist aus Kanto hergezogen. Ein vielversprechendes Talent, nicht wahr? Die Art, wie er Attacken einsetzt, ist beeindruckend. Verstehe, herzlich willkommen. Bitte zeig mir bei meiner Prüfung dein Geschick im Umgang mit Attacken. Captains halten nämlich Prüfungen für Trainer ab, die den Inselkönig bzw. die Inselkönigin herausfordern möchten. Meine Prüfung findet in der Vegetationshöhle statt. Es kann nicht schaden, wenn du dir mal die Prüfung noch Verstärkung, wenn du dir vor der Prüfung noch Verstärkung für dein Team holst. In Hauholi Sipti gibt es auch innerhalb der Stadt hohes Gras, in dem du Pokémon finden kannst. Ich freue mich schon sehr auf deine Herausforderung. Gut. Ach ja. Oder ach ja, das Taucher von der Schule dürfte keine Probleme mehr machen. Ich habe seinem Besitzer Bescheid gesagt. Ich schätze, auf Melemele weiß jeder sofort, wem dieses Taucher gehört. Ja, das stimmt. Glaube ich schon. Also dann, Resi, wir werden dich alle zusammen verabschieden. Achtung, Achtung, eine Durchsage. Resi hat den Unterricht in der Trainerschule abgeschlossen. Wow. An einem Tag habe ich meinen Abschluss bekommen. Vertrag dich gut mit deinen Pokémon. Behalte auch Statusprobleme und so weiter im Auge und so. Viel Erfolg bei deiner Inselwanderschaft.
Mach's gut und such die Nähe zu den anderen Trainern irgendwie, oder? Habe ich das richtig gelesen? Wende an, was du hier gelernt hast und erlebe eine spannende Inselwanderschaft. Gib alles, zukünftiger Champ. Die sagen es vorher. Mach dir fleißig TMs zunutze. Sie machen deine Pokémon stärker. Hau rein, Resi. Yo, hau rein, Bro. Yeah. Du und dein Bautz habt wirklich toll zusammengearbeitet. Nun, da wir schon mal hier sind, werde ich dich in Hauholi City herumführen. Bitte folge mir. Gut. Ein kleines Date mit Lilly. Ja, ein Date mit Lilly. Resi, hier drüben. Und? Oh. Du hast in der Trainerschule zusammen mit deinem Pokémon im Kampf schon ein gutes Bild abgegeben. Du hast mir von Anfang an imponiert, weißt du? Wie du Welkin gerettet hast, obwohl du nicht einmal ein Trainer warst. Und als dein Pokémon sich für dich entschieden hat, ist mir einiges über dich klar geworden. Huch, jetzt hatte ich auch Bana des Tauros vergessen. Aha. Tau. Tali und Hala. So hieß er, glaube ich. Ja, Hala. Hahaha. Taurus ist wegen Lilly und Resi ganz aufgeregt. Ich bringe es am besten wieder nach Hause. Wie sieht's aus, Resi? Möchtest du es einmal streicheln? Ja, ich will streicheln. Tau. Ja, streicheln. Haha, es freut sich. Ich hab's doch gar nicht gestreichelt. Ich hab nichts gesehen. Wenn man Pokémon pflegt, bessert sich ihre Laune, weißt du das? Aha. Nutzt eure Zeit und reist viel herum. So viel herum wie möglich, ihr drei. Neue Begegnungen mit Pokémon und Menschen machen das Leben erst so richtig spannend. Okay, ciao, ciao. Ich würde alles geben, um so viel drauf zu haben wie die Inselkönige und Inselköniginnen. Ein Pokémon zu beruhigen, ohne es ohne gegen es zu kämpfen, kriegt nicht jeder hin. Ich mag Tauros zwar, aber ich habe Angst davor, auf ihm zu reiten. Sag mal, wo geht ihr zwei eigentlich hin? Wir haben ein Date, lass mich in Ruhe. Ich dachte, es wäre vielleicht eine gute Idee, Resi in Hauholi City herumzuführen. Cool, gute Idee, Lilly. Resi ist ja gerade erst in Alola angekommen. Hey, wisst ihr was? Ich komme auch mit. Ich möchte was Leckeres essen. Nein, also das ist doch kein Dreier-Date, das geht doch gar nicht. Gut, dann auf geht's. Yay, wie aufgeregt. Wie aufregend. Kommt schon, mir nach. Jetzt müssen wir ihm nachgehen. Oh Mann. Und weg ist er. Wir sollten uns auch auf den Weg machen, Resi. Hauholi City ist die größte Stadt Alolas. Da kann man sich leicht verlieren. Was? Das ist die größte Stadt Alolas? Echt? Gehen wir erstmal vorsichtshalber ins Pokémon Center. Wo sind wir hier? Ah! Hauholi City, Strandpromenade. Wow, das ist eine schöne Stadt. Oha! Oh, Bikini. Und da ist ein Fleckmon. Das zerstört das Bild wieder. Und, was geht denn da ab? Ah, das Meer! Einfach nur herrlich! Hä? Hm? Hey du, du bist von ganz weit hier nach Alola gekommen, oder? Das sehe ich dir an. Ja, woher denn? Pass auf, ich bringe dir den Alola-Gruß bei. Komm, mach's mir nach. Alola! Wenn du zur Begrüßung immer Alola sagst, werden dich alle mögen, weißt du? Okay. Alola! In Hauholi City reiht sich das Haus. Es gibt da... Rotom, du redest zu schnell! Ich blick da erst gar nicht... Oh, ich will mit dem Auto fahren. Lass mich mit dem Auto fahren. Oh, dann eben nicht. Oh. Ein Pokéball. Yeah, als hätte ich nicht schon über 100 davon. Und das ist kein Witz. Ich habe echt über 100 davon. Am Himmel ziehen die Wingull ihre Kreise. Am Boden tritt man fast... fast immer in ihre... Nein. Ich dachte, das würde sich reimen, aber tut es doch nicht. Oh Mann.
Mir war so, als würde ich hinter der Wand etwas lauen. Also habe ich instinktiv zu einem Karateschlag ausgeholt. Warum gerade ein Karateschlag? Na, weil der so eine hohe Volltrefferquote hat. Genau, du willst mir erzählen, dass du das warst. Alles klar, genau. Glaube ich dir nicht, tut mir leid. Kann ich mit dem roten Pokédex nicht fotografieren? In Hauholi seht ihr halt hier, okay, aha. Wen sehe ich denn da? Das ist doch Resi! Wir haben uns vorhin erst gesehen. Ich habe dich sofort an deinen Gang erkannt. Ja, ist klar, wir waren vorhin doch zusammen unterwegs. Na, was sagst du? Hauholi ist super, oder? Alola ist toll, stimmt's? Oh! Hey, Resi, komm mit. Ich will dir was Tolles zeigen. Was ist da? Was ist das? Eine Bücherei? Hey, stimmt es, dass man hier etwas Tolles bekommt, wenn man ein Rotom-Pokédex hat? Das hat sich aber schnell herumgesprochen. Der Rotom-Pokédex ist zwar noch nicht sehr weit verbreitet, aber wir haben schon eine Erweiterung für ihn im Angebot. Den Pokémon-Sucher. Hier bitte sehr. Juhu! Das ist ja der Wahnsinn! Dein Pokémon-Sucher, ist das nicht klasse, Resi? Und was ist ein Pokémon-Sucher? Mit dem Pokémon-Sucher kannst du Fotos von Pokémon machen. Rotom gibt dir Bescheid, wenn du irgendwo hinkommst, wo du Pokémon-Fotos aufnehmen kannst. Lass mich dir aus der Bedienungsanleitung. Oh Gott, nein, Bedienungsanleitung. Der Rotom-Pokédex ist echt eine tolle Sache. Er ist zwar kein Pokémon, aber er steht dir trotzdem zur Seite. Nee, Moment mal, in ihm steckt ja ein Rotom. Dann ist er doch ein Pokémon, oder? Ach, ist ja auch egal. Ich warte draußen auf dich, bis gleich. Können wir mit dem Rotom-Pokédex eigentlich angreifen? Das wäre cool. Mit dem Pokémon-Sucher fotografiert mein Pokémon stehende Bilder einfach total süß aus. Das will ich erst... Oh. Das ist ein Güfer. Güfer-Plüsch-Pokémon. Den Tenkarat-Hügel dürfen leider nur Bewohner der Insel betreten. Ich frage mich, was da wohl für Pokémon leben. Ja, das frage ich mich auch. Was ist da? VIP-Bereich, wieso darf ich da nicht rein? Was soll das? Ich bin auch VIP, ich bin immer VIP. Und Tali wartet wieder auf uns. Resi, Tali, wie war es bei der Touristeninformation? Der Rotom-Pokédex hat eine neue Funktion bekommen, er kann jetzt Fotos machen. Selfies und so. Wirklich beeindruckend, dieses Rotom. Wow. Hey, Rotom. Ja, da sagt man gerade Selfie und dann sowas. Ja, cool. Nanu? Was war denn das? Komm, Resi. Ich zeig dir einen Laden, in dem es was Tolles, Leckeres gibt. Was? Ein Burger King? Oder ein McDonald's? Oder ein Restaurant? 5 Sterne, bitte. Vielleicht möchte Rotom, dass du ein paar Fotos mit ihm machst. Wie dem auch sei. Ich werde mich ein wenig in der Boutique umschauen. Ah, Mädchen und Schminke, das ist doch klar. Oder warte, die Boutique? Tag, Trainer. Was hast du denn da Schönes? Hä? Das ist ja ein Pokémon-Sucher, damit kannst du auch umgehen? Wenn ja, verrate ich dir etwas. Ich habe vorhin einen Karateschlag da eingesetzt, jetzt kannst du da Fotos machen. Ja. Ganz genau. Yeah, der Pokémon-Sucher findet... Aha. Ja, darf ich? Achso, ich muss R drücken. Der Pokémon-Sucher wurde aktiviert. Ui, per Schiebepad kannst du die ausrichtende Kamera... Per Schiebepad kannst du die ausrichtende Kamera ändern. Sieh dir auf diese Weise die Welt um dich herum aus verschiedensten Winkeln an. Versuche dann die optimale Augenblick mit der R-Taste und irgendwie sowas. Wow, irgendwie ruckelt es. Kann ich zoomen? Yeah, gefällt mir. Cool. Was? Ist das hier ein Online-Blog? Ich will mehr Pokémon sehen. So süß, kaum auszuhalten. Ich wusste nicht, dass Alola solche Orte hat. Das frühe Choriogel? Was ist ein Choriogel? Fängt ein Raubi. Ein Blätten, schönes Motiv. Ich mag dein Foto. Liebe Grüße. Was? 768 Bewertungen? Alter, wow. Wow, ein neuer Rekord. Yeah. Bei 1500 guten Bewertungen rüste ich deinen Pokémon sogar auf Version 1. Nein, nee.
Machen wir mal keine Fotos mehr. Gehen wir weiter im Programm und so weiter und so fort. Ja, ich habe ein paar Fotos gemacht. Jetzt darf ich bitte. Dankeschön. Und ein Alola Mauzi. Aha, okay. So, wie machen wir das am besten? Setzen wir Tackle ein. Heuler, okay. Alola Mauzi, du wirst uns gehören. Zack, zack. Einsetzen, Pokéball, los und Alola Mauzi ist drin. Was? Es ist nicht drin? Es hat sich befreit beim ersten Mal? Hä? Das ist doch eine Verarschung. Wir haben 107 Pokébälle. Wir können noch 107 Mal werfen, also ja. Alola Mauzi wurde gefangen. Mauzi registriert. Yeah, wir haben einen Pokémon gefangen und wir möchten ihnen meinen Spitznamen geben. Und welchen Spitznamen werden wir ihnen geben? Das sehen wir gleich. Okay, ich habe meinen Namen gefunden. Es war jetzt nicht so ganz typisch, aber ich nenne es einfach mal Lukas. Nach dem Abonnenten Lukas Julian. Er hat sich nichts Spezielles gewünscht anscheinend. Dann gebe ich einfach mal diesen Namen her. Haben wir Lukas, so. Gut. Lukas wurde in ein Team aufgenommen. Ja, jetzt haben wir ein paar Pokémon, die wir dann noch schlussendlich trainieren müssen. Und ja, dann gehen wir mal wieder raus, würde ich sagen, weil, ja. Kann ich noch was in der Boutique kaufen? Hallo Lilly. Nanu. Hallo Resi, dürfte ich dich etwas fragen? Suchst du dir deine Kleidung eigentlich selbst aus? Na klar. Natürlich, wie wohl die meisten anderen Leute auch, nicht wahr? Ich trage immer nur die Kleidung, die meine Mutter für mich ausgesucht hat. Daher weiß ich auch nicht so recht, welche Sachen mir überhaupt stehen. Ach übrigens, Resi, schau mal, was ich vorhin in der Boutique erhalten habe. Kaum hatte ich den Laden betreten, hat man mir so diesen Artikel überreicht. Allen Anschein nach war ich der 99.999. Kunde in dieser Boutique. Da ich aber so etwas ähnliches bereits besitze, würde ich es dir gerne überlassen. Was? Schminke? Umsonst? Cool. Oh, ein Linsenetui. Jetzt haben wir etwas gemeinsam, nicht wahr, Resi? Ja, wir haben etwas mit Lilly gemeinsam. Cool. Oh, voll süß. Danke für das Geschenk, Lilly. Gut, dann können wir das... Warte, Linsenetui? Das heißt, wir können... Können wir noch nichts auf... Was? Wir können noch nichts holen. Schauen wir mal da rein. So. Umkleide. Kontaktlinsenfarben ändern. Und zwar in blau. Das ist meine Augenfarbe. Dein Trainerpasswort war an einen neuen Look angepasst. Ja. Sieht doch schon viel besser aus. Auch wenn es irgendwie ein komisches Blau ist. Aber... Jetzt sieht es mir etwas ähnlicher, dieser Trainer und so. Hier können wir noch ein bisschen shoppen. Wow. Oh yeah, jetzt sehen wir damn sexy aus. Wuhu. Gut, Leute, jetzt haben wir einen Hut. Schreibt mal in die Kommentare, ob der Hut mir steht. Und ansonsten würde ich den Part an dieser Stelle gerne beenden. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet natürlich wieder Spaß. Da ist ein Goofer zur Belustigung und so. Hier bitte sehr ein Goofer, Goof, Goof. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich fürs Zusehen. Habe ich erst vor ein paar Sekunden gemacht, aber egal. Und ja, ich wünsche euch noch einen sehr, sehr schönen Tag und sage Tschaußen, Resi out und ciao, ciao, bis zum nächsten Part.